willkommen wieder zurück hier an Bord der Airport Map. Es möchte einer aussteigen, wie ich gerade sehe. Dann hoffe ich aber auch, dass jemand einsteigt, weil wenn das schon irgendwie Interaktion ist an dieser nächsten Haltestelle, kann ich mir gut vorstellen, dass da wenigstens ein bisschen noch was einsteigt. Weil es natürlich wirklich sehr schade wäre, wenn wir leer rumfahren. Wie viele Leute wollen denn aussteigen? Auch zwei, okay, die sind zum Glück nicht alle, aber es können sich ja noch eine ganze Menge an Leuten da sammeln in der Zeit, bis wir an der Haltestelle sind. Was ist hier passiert? Gibt es irgendwas umsonst? Eieieiei. Einbahnstraße, mein Freund, ne? Warum biegt ihr hier ab, Mensch? Das gibt's doch gar nicht. Also hier stehen nochmal die neuen Busse. Ah, die Dinger fahren hier alle ein bisschen ineinander. Oder sah das gerade nur so aus. Auf jeden Fall, man soll die Kollision ausschalten, ansonsten kann es zu Komplikationen kommen. Sonst kann ich kann mir gut vorstellen, dass man sonst gegen unsichtbare Wände und Objekte fährt. Wie in Bad Kinzler da an dem Schloss. Die Geschichte mit diesen Pollern, die da angeblich da sind, aber nicht angezeigt werden. So halt nur in einem extremeren Maß, dass man hier teilweise gegen Sachen fährt, die überhaupt nicht mehr ansatzweise da sein können. Weil es vielleicht nicht alles ganz so geklappt hat. Das wäre eine relativ plausible Erklärung. Und, was ist denn da los? Das Flugzeug ist in der Mitte hinten gebrochen. Naja, gut. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen nicht anders texturierbar gewesen sein. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich erwarte jetzt kein perfektes Modell wie bei FSX oder sonst so. Das ist halt ein Objekt in der Szenerie. Das ist, mehr ist es ja im Prinzip nicht. So. Rasen wir hier mal direkt rein. Und ich glaube es nicht, ich werde bescheuert, da steigen Leute ein. Mensch, ich habe doch gesagt, hier wird jetzt gleich ein bisschen Aktion sein. Hinten steigt einer aus, dafür steigen aber vorne eine ganze Stange an Leuten wieder ein. Hallo. Ich hoffe, beide Türflügel sind hier. Nee, ja. Wieso das denn? Ich habe doch jede Zeit vorgespielt. Ja, gut, ich weiß ja nicht. Level 27. Und wir sind gerade am Aussichtshügel. Level 28. Ich bin doch so früh, Mensch. Das sind ja Tüten hier. Mann. Ah, ich habe nur den Blinker gesetzt. Ich dachte ja, die Warnblinkanlage an. Und dachte schon, jetzt ist wahrscheinlich auch noch der Blinkerhebel kaputt. Also dieser Taster, um die Warnblinkanlage auszumachen. Besucherpark war die nächste Haltestelle. Das kann ich mir sehr gut vor. Ach du Kacke, jetzt ist die Kolonne zurückgekommen. Natürlich mit dem schönen Vorteil, dass wir jetzt im Prinzip theoretisch jetzt durchfahren können. Was wir auch einfach mal kurz machen, damit wir wenigstens heute noch vorankommen. Der Besucherpark war doch. Ja. Besucherpark ist jetzt schon ein längeres Stück. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, einen Bus zu nehmen, weil es ja wirklich schon ganze Stücke zum Laufen. Also zu laufen. Wir sind ja im Prinzip ein Bus, der bringt die Leute so ein bisschen ja von A nach B, ist aber primär die Besucherrunde. Oder? Ne, halt, ist die Ringlinie. Das kann aber theoretisch. Steht nochmal vorne. Achso, halt vorne steht überhaupt nichts dran. Es ist die Airport-Ringlinie. Gut, die kann natürlich auch, wenn wir an den Terminals halten, weiß ich gar nicht. Da werden wir wahrscheinlich noch rankommen. Können wir natürlich auch die Leute so ein bisschen transportieren. Natürlich auf einem großen Umweg jetzt hier um das ganze Gelände, aber immerhin. Sagen wir fahren auch maximal 60 hier, weil hin ist die Kurve ist noch nicht geladen. Man denkt, da geht jetzt noch 1000 Kilometer geradeaus, aber wenn gleich geladen ist, jetzt sieht man, dass die Kurve ganz schnell näher kommt und dass man dann handeln sollte. Also nicht einfach total lieblos und trostlos drauf zu rasen, sondern vielleicht etwas abbremsen. Schon mal die Spur wechseln, würde ich sagen. Noch eine können wir direkt mitnehmen. Fahren wir auch direkt schon hier ganz links rüber, denn wir müssen hier gleich abbiegen. Kriegen die Leute natürlich die Krise, dass der Bus jetzt hier auf der linken Spur fährt, aber okay. So. Alle Linien. Hier kommt wahrscheinlich dann mehrere, auch diese Linie da, die hier nur die Besucher hin und her kutschiert. Ich dachte, da würden wir noch rüberkommen. Aber da sieht man mal, wie schnell man sich täuschen kann in echt.
Hängt natürlich ein bisschen mehr davon ab, als ob man jetzt gegen etwas Unsichtbares fällt oder nicht. Ist das nicht ein ganzes Ei? C100, was ist das? 160 oder 108? Ach, jetzt hat sich das Lenkrad hier wieder resettet, Mensch. Ah! Genau in dieser blöden Kurve, Mensch. Das ist doch unglaublich mit diesem Lenkrad. Das fällt so oft aus in letzter Zeit, das ist schlimm. Was machen wir hier neu, so und so. So. Problem gelöst, aber Problem weiterhin, es nervt einfach. Sie sind ja viel zu spät. Hallo. So. Hallo. Wollen wir den Türschlüssel nicht noch aufmachen? Guten Tag. Jetzt nutzt ja noch keiner mit. Ja gut, dann machen wir es natürlich nicht. Wenn ich so nett sind, das so würdigen, wenn ich das mache. Lass mich raten, jetzt klemmt der Linke, ne? Ja, gut. Solange es nicht ganz kaputt geht, ist ja noch alles gut. So, nächster Stopp ist T1, Bussteig B. T1. Terminal 1, Bussteig B. Okay, muss ich mir jetzt versuchen zu merken. Gleich kommt es an eine Stelle, da sind relativ viele Pfeile. Da zweigt sich der Weg teilweise mehrfach ab. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wo wir langfahren. Bevor die Lage dann richtig eskaliert. Ich würde sagen, wir fahren hier gemütlich hoch. Müssen ja keinen Stress machen. Wenn die Leute eh schon rummeckern, dann... man hat immer, wenn die Leute nicht meckern, den Ansporn zu sagen, komm, ich fahre jetzt so, dass kein einziger auf der ganzen Fahrt meckert. Aber jetzt hat schon einer gemeckert, jetzt ist im Prinzip dieser kleine interne Ansporn schon weg. Erstmal fährt natürlich geschickt langsam, um die jetzt extra noch zu ärgern. So, ich glaube, wir müssen da lang, aber ich habe keine Ahnung. So, pass mal auf. Airport Ringlinie Tour 2, Besucherexpress Rundfahrt. Airport Ringlinie Tour 1. Okay, dann, nee, gut, dann müssen wir hier lang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es hingeht. Aber logischerweise zum T1, aber nicht über welchen Weg. Das war wirklich interessant hier gemacht alles. Das habe ich so noch nie alles erlebt. Aber dringend, ab hier gibt es nur noch diesen einen Pfad. Oh, jetzt geht's hier runter, Mensch. Eieieiei. Wo geht's denn hin? Oh Mann, geht das hier runter. Eieiei, du. Und da sehen wir wieder Pfeile, Shuttle, Ringlinie, Shuttle, Terminal, Parkhaus, Shuttle, Ringlinie fährt hier lang. Das müsste jetzt Terminal 1 sein, steht ja schon groß an. Ah, super. Bussteig B, was? B, ne? War das B? T1, Bussteig B, hier ist es. So. Wollen die einsteigen? Also die sehen jetzt nicht so aus. Ja. Ja, da sollte ich wohl recht behalten. P1 Eingang. Ah, eieiei. Frag mich bitte jetzt nicht, wo das ist. Nur gucken, wo wir jetzt überhaupt langfahren müssen. Denk mal hier hinten lang, oder? Okay, hab ich extra nochmal geguckt. Da ist nämlich jetzt nichts gekommen. Da war kein Pfeil. Man sieht den Pfeil nur aus der Richtung. Wir sehen jetzt gerade die Pfeile direkt vor uns, aber wenn man genau von der anderen Richtung kommt, wird man die nicht sehen, weil die dann wahrscheinlich unsichtbar sind. Oh, Hubbel. Also noch was für einer, Mensch. Eieiei. Oh, Mann, was ist das für ein Riesenteil? Ach du Mensch. Wenn man hier zu schnell rüberfährt, du, das kann aber echt böse. Ach, nur wegen der Ausfahrt hier, ach so. Wenn dir keiner mit 100 vorbei donnert. P1, Eingang A. Ach, hier sind wir ja schon. Mach mal Warnblinkanlage. Ich denke mal, wir ziehen so richtig die Aufmerksamkeit auf uns mit dieser Warnblinkanlage, du. Die übersieht, denke ich, wirklich keiner. Aber ob das dann so schön ist, ist dann wieder auch fraglich. Rundfahrt. Nee, halt Parkausschatten. Wo müssen wir denn lang? Unsere nächste Haltestelle nach P1 Tower Süd.
Tower sieht. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.